Hallo, liebe Freunde von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden und von Westen bis Osten. Ich bin Alexan und das hier ist Minecraft. Mein Gott, da startet man und wird sofort von einem Zombie angefallen. Skandalös, skandalös. Ja, wir sind wieder hier und schon wieder hatte ich Tonstörungen und so wie es jetzt im Moment aussieht, ist mein Mikrofon völlig übersteuert. Ich kann es nicht ändern. Nehmt es so hin. ich weiß echt nicht mehr, was ich noch machen soll. Und wir spielen weiter und ich muss mir überlegen, worüber wir reden. Vorschlag von Enti wäre, was macht die Menschen glücklich? Was macht dich glücklich? Das ist eine interessante Frage. Wenn das so einfach zu beantworten wäre, wären die Menschen wahrscheinlich viel glücklicher. ich kann euch sagen, was nicht glücklich macht. Geld. Und das ist ein Fakt, also selbst Geld zu besitzen macht nicht glücklich. Im Gegenteil, glücklich machen zwei völlig andere Dinge in Bezug auf Geld. Und zwar einmal das Wissen, Geld gehabt zu haben. Nein, falsch. Das Wissen, in absehbarer Zeit Geld gehabt haben, zu haben, gehabt, gedingst, gedönst. Genau. Blöde Spinne, lass mich in Ruhe. Ich glaube, ich spinne. Zu wissen, dass man Geld gehabt haben wird, das macht glücklich. Und zum anderen zu wissen, dass man auf irgendetwas hinarbeiten kann finanziell und dieses Ziel erreichen wird, das macht auch glücklich. Was ist damit gemeint? Das ist jetzt eine Sache, die habe ich mir nicht gerade aus den Fingern gesagt, sondern die ist tatsächlich wissenschaftlich erwiesen. Diese Aussage, Wissen, dass man Geld gehabt haben wird, bedeutet, wenn ihr einkaufen geht mit dem Geld, das ihr habt, dann macht euch das an sich glücklich. Es macht euch glücklich zu wissen, dass ihr jetzt losgehen könnt und Geld ausgeben könnt für irgendwas. Warum, kann ich euch jetzt auch nicht so genau erklären. Aber Tatsache ist, nicht das, was ihr kauft, macht euch glücklich, sondern die Tatsache, dass ihr etwas kaufen könnt, macht euch glücklich. Und naja, wenn ihr das wisst, dann klärt das vielleicht auch, wieso es Leute gibt, die Kaufsucht haben oder dergleichen, weil das macht glücklich. Also das Gehirn funktioniert da gewissermaßen so, dass man immer das meint, es müsste glücklich sein, dass irgendwelche Botenstoffe, Hormone, was weiß ich was ausstößt, Endorphine, ne? Sowas wie Dopamin zum Beispiel und dergleichen. Und der Name Dopamin sagt ja quasi schon aus, da werdet ihr ordentlich gedopt von. das Zeug macht glücklich, ja. Und offenbar reicht dieses Wissen, dass ihr jetzt losziehen und euch irgendwas kaufen könnt, schon vollkommen aus, damit euer Gehirn glücklich ist. Ja, ihr könnt euch irgendwas besorgen, was euch gefällt. Und die Tatsache, dass ihr das dann tatsächlich bekommt oder so, hat da eigentlich vergleichsweise wenig Einfluss. So, und gleichermaßen macht es natürlich glücklich, wenn man weiß, dass man auf ein Ziel zum Beispiel hinspart und dieses Ziel erreichen wird. Und je näher man diesem Erreichen des Ziels kommt, desto anders wird der Effekt, Fragezeichen. Nehmen wir mal an, ihr spart auf ein Auto, das ihr schon immer haben wolltet, das euch unheimlich gut gefällt und das halt eigentlich mehr oder weniger außerhalb eurer normalen Preisklasse liegt. Und noch dazu wollt ihr das natürlich nicht gebraucht, sondern neu. Und dann, naja, spart ihr über eine sehr lange Zeit, nicht jetzt über eine Woche oder zwei oder über ein, zwei Monate, sondern möglicherweise über Jahre hinweg. Und ihr seht, wie dieser Geldbetrag auf eurem Konto ansteigt und ihr eurem Ziel immer näher kommt. Und irgendwann kommt halt der Augenblick, wo ihr dieses Auto kaufen könnt und yay, und ihr freut euch. Und ihr freut euch vor allem drauf, dass dieser Zeitpunkt kommen wird. Je näher ihr ihm kommt, desto glücklicher seid ihr darüber gewissermaßen. Zumindest in der Theorie. Ob das jetzt in der Praxis so funktioniert? Keine Ahnung. Also ich für meinen Teil muss schon sagen, bei mir würde das funktionieren. Wenn ich sehe, ich spare auf etwas hin und ich sehe, wie sich das Geld anhäuft, dann macht mich das durchaus glücklich. Ich weiß nur nicht, was mich daran glücklich macht. Das Wissen, dass ich dieses Geld tatsächlich habe und diese großen Zahlen sehe, oder das Wissen, dass ich dieses Geld ausgeben können werde, sobald es sich noch ein bisschen weiter vermehrt hat. Ich für meinen Teil muss zum Beispiel sagen, ich bin ziemlich unglücklich, wenn ich Geld ausgebe.
Ich habe dann immer ein schlechtes Gewissen. Ich bin ja ein Mensch, der wirklich unwahrscheinlich sparsam ist und über alles, was er sich kaufen will, 10-mal nachdenkt, ob er das wirklich braucht und ob jetzt der richtige Zeitpunkt ist, sowas zu kaufen. Das muss man ja auch im Hinterkopf behalten, weil nur weil man jetzt gerade Geld hat, ist das ja nicht zwingend ein guter Zeitpunkt, auch was zu kaufen. Also ich denke da wirklich immer sehr lang drüber nach. Kommt es ganz selten vor, dass ich mal spontan irgendwas kaufe. Und egal, wie es ausgeht, ob ich jetzt lange über etwas nachgedacht habe und dann mich dazu durchringe, tatsächlich Geld dafür auszugeben, oder ob ich spontan irgendwas gekauft habe, es läuft immer darauf raus, dass ich hinterher ein schlechtes Gewissen habe. Was irgendwie schade ist. Also, es ist unangenehm. Ich glaube, dieses Bergchen hier lassen wir, oder? Ich muss mir den mal genauer ansehen. Und vor allem müssen die Bäume weg. Eigentlich stört er mich, ne? Dann könnte ich, wenn der komplett weg wäre, könnte ich hier richtig Platz machen, um was zu bauen. Gut, aber eigentlich gar. Ich weiß nicht. Gut, wir wollen aber jetzt nicht über Geld reden, sondern über Sachen, die Menschen glücklich machen und Sachen, die mich glücklich machen. Es gibt Menschen, die macht's glücklich, wenn sie Kinder haben. Oder wenn sie wissen, dass sie Kinder haben werden. Oder, keine Ahnung. Für mich muss ich sagen, nee, auf gar keinen Fall. Ich würde, sagen wir einfach, ich versuche den Gedanken zu vermeiden, dass ich irgendwann Kindern ausgesetzt werde oder Kinder mir ausgesetzt werden, wie auch immer man es nehmen will. Und ich kann niemanden verstehen, ganz ehrlich, der sich darüber freut, Kinder zu haben. Vor allem, je kleiner sie sind, desto schlimmer sind sie. Also gerade irgendwelche Windelscheißer, die den ganzen Tag nur am Rumschreien sind, sich dreckig machen und Aber die sind ja so niedlich. Nein, sind sie nicht. Ein Hundewelpe ist niedlich. Ein Katzenbaby ist niedlich. Aber irgendwelche hässlichen Kackkinder, die sich den ganzen Tag dreckig machen und rumschreien, sind nicht niedlich. Die sind einfach nur ekelhaft. Gut. So viel dazu. Also andere Menschen, macht sowas in meinen Wegen glücklich? Mich definitiv nicht. Was macht Menschen noch glücklich? Naja, andere Menschen natürlich, ne? Also, das ist eigentlich was, das offensichtlich sein sollte. Es gibt Leute, die sind unglaubliche Familienmenschen und denen geht's nur gut, wenn sie wirklich oft viel Kontakt zu ihrer Familie haben. Das ist für die unheimlich wichtig und nur dann fühlen sie sich richtig wohl. Und Tatsache ist ja, der Mensch ist halt mal irgendwie zu einem Rudeltier geworden, gewissermaßen. Ob der seit jeher so war in seiner Entstehungszeit oder nicht, kann ich nicht beurteilen. Affen leben je nach Spezies auch zusammen oder eben getrennt. Ne? Das hängt von der Art ab, nehme ich mal an. Also, wenn man sagt, die Menschen stammen von Affen ab, kann es ja durchaus sein, dass uns das sowieso schon quasi in den Gencode eingehämmert wurde irgendwann. Aber Tatsache ist, der heutige Mensch ist ein Wesen, das seine sozialen Kontakte braucht. Und das nicht erst seit den letzten 10 Jahren oder so, sondern seit Jahrtausenden. Nicht nur, dass wir voneinander abhängig sind in Sachen, dass wir uns gegenseitig aushelfen mit verschiedenen Fähigkeiten und Kenntnissen, sondern wir brauchen halt auch die Gesellschaft zu unseresgleichen. Manche mehr, manche weniger. So, und wenn es nicht die Familie ist, zu der wir große Bindungen haben und mit der wir viel Zeit verbringen, dann sind es für gewöhnlich Freunde oder dergleichen. Ne? Und, das macht glücklich, das macht mich auch glücklich. Ich muss für mich sagen, ich bin jetzt nicht gerade der große Familienmensch. Ich hab nichts gegen meine Familie, also das kann ich jetzt nicht behaupten. Aber ich bin in der Hinsicht ein gescheitertes Projekt oder so, ich weiß es nicht. Schwer zu beschreiben, will ich jetzt auch gar nicht drauf eingehen, aber Tatsache ist, dass ich nie eine übermäßig starke Bindung jetzt zu meiner Familie hatte, so wie es bei anderen Leuten vielleicht der Fall ist. Und man könnte natürlich sagen, das ist traurig, aber eigentlich nicht. Ich verstehe mich gut mit jedem aus meiner Familie und es ist immer schön, wenn man sich mal sieht, aber es ist jetzt nichts, wo ich jetzt gezielt drauf hinarbeite, wo ich sage, das muss ich ständig haben oder so. Nein. Ist so halt, die sind da, ich bin da, ist wunderbar. Wow, neues Gedicht. Ich bin da, die sind da, wunderbar.
Das hat schon Deponia-Niveau, ne? Das ist quasi wie, ich bin hier, du bist hier, Schnabeltier. Genau. Okay. Ja, was macht Menschen denn noch glücklich? Machen Videospiele glücklich? Ich bin mir ziemlich sicher, Videospiele können glücklich machen, potenziell. Allerdings gilt das nicht für jedes Spiel und nicht jedes Spiel hat die gleichen Effekte. Entschuldigung, jetzt gähne ich herum. Nicht die gleichen Effekte auf jeden Spieler, genau. Also Leute reagieren unterschiedlich. Einige werden gar nichts davon haben. Ne? Also es gibt genug Leute, die ein Videospiel sehen und nichts damit anfangen können und sagen, warum soll ich mich warum soll ich mit so einem Scheiß meine Zeit verschwenden? Ist ja sinnlos. Und so. Und ja, wenn ihr nichts dran findet, natürlich ist es dann sinnlos. Andere Leute können wieder mehr damit anfangen. Also, ich denke, Videospiele können durchaus glücklich machen. Es ist ja auch eine Frage, was man spielt, was man sich davon erwartet. Das ist sowieso immer eine Frage. Und ob man das erreicht oder nicht. Wenn ich jetzt irgendwie ein Spiel wettbewerbsmäßig spiele, also sprich, ich messe mich mit anderen Spielern oder dergleichen, dann gibt es natürlich Ziele, die ich erreichen will. Und diese Ziele hängen stark von meiner Leistung ab. Das heißt, je besser ich bin in dem, was ich tue, desto besser sind die Chancen, dass ich tatsächlich meine Ziele erreiche. Gott, ist das so clever. Feststellung des Jahrhunderts. Aber ja, im Prinzip läuft es darauf raus. Je mehr ich drauf habe, desto eher kann ich tatsächlich gut abschneiden in einem Spiel und möglicherweise besser abschneiden als manch anderer. Und das ist irgendwie eine Genugtuung, Befriedigung oder was auch immer und das macht einen glücklich. Ja. Genau. Funktioniert. Und das kann aber auch bei einem Einzelspielerspiel genauso aussehen, ne? Dass man sich irgendein Ziel setzt, zum Beispiel das Spiel einfach durchzuspielen, das wäre das Simpelste. Und wenn man das dann schafft, dann ist man froh darüber. Also für mich war es zum Beispiel eine gigantische Erleichterung, als ich das erste Mal in meinem Leben Resident Evil geschafft habe, das mich ja so traumatisiert hat. Ich weiß nicht, ob ich dann danach glücklich war oder so, aber ich würde es so deuten. Es war für mich ja, ein Meilenstein gewissermaßen. Und ja, gibt mit Sicherheit immer wieder Situationen, wo das glücklich macht. Ich meine, ich habe sehr, sehr viel Zeit mit Mario Kart Wii verbracht, ne? Mit euch online gedaddelt und so. Und ich hatte dabei unheimlich viel Spaß. Und ich denke, wenn man Spaß hat, ist man glücklich, oder? Oder nicht? Zumindest für diesen Moment. Doch, ne? Was macht noch glücklich? Lachen natürlich. Lachen ist bekanntermaßen die beste Medizin. Ha, 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 ha. Ja. Aber Lachen macht natürlich glücklich. Und ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, aber es funktioniert halt mal. Wenn man lacht, dann fühlt man sich einfach besser. Man, ja. Ist einfach gut. Und es kann ja auch keiner, soweit ich weiß, erklären, wie dieses Lachen zustande gekommen ist, welche Funktion es hat oder warum Menschen lachen und andere Wesen nicht. Und ob Lachen jetzt ein Ausdruck der Freude ist oder nicht, ist schwer zu sagen. Es gibt Theorien, die besagen, das Lachen war ein frühes Kommunikationsmittel, um sich irgendwie zu verständigen. Keine Ahnung. Kann ich nicht beurteilen, so alt bin ich dann doch nicht. Also, war vor meiner Zeit. Aber Tatsache ist, Lachen macht glücklich. Und was sehr interessant ist... Entschuldigung, ich gähne hier nur rum. Ja, das ist sehr interessant, genau. Nichts angehend, das ist unheimlich interessant. Nein, was sehr interessant ist, ist, ihr müsst nicht mal selber lachen. Das ist ja das. Vielleicht... Oh ja, nein, das kommt mal gleich. aber... Die Tatsache ist, Lachen ist ansteckend. Wenn eine Person lacht, dann kann sie dadurch andere Personen bewegen, mitzulachen. Ein gutes Beispiel dafür ist ein Mann, der ein ganz schlechter Comedian ist, aber ein ziemliches Genie, was anderes angeht, nämlich was Lachen angeht. Mario Barth. Ja. Der Mann hat es geschafft, ohne einen einzigen witzigen Witz Tausende, wenn nicht Millionen von Menschen zum Lachen zu bringen. Hört euch einfach mal sein Programm an. Schreibt einfach auf, was er sagt oder so und lest es euch dann hinterher durch. Also egal, welches Programm er gemacht hat. Und dann werdet ihr feststellen,
da ist nicht ein guter Witz dabei, da ist eigentlich gar nichts dabei, was witzig sein dürfte. Trotzdem lacht man drüber. Warum lacht man drüber? Naja, ihr lacht nicht über das Zeug, was er erzählt, sondern ihr lacht darüber, dass der Mann selbst die ganze Zeit auf der Bühne steht und sich totlacht. So sieht's aus, ja. Ihr lacht nicht wegen dem, was er sagt, sondern wegen dem, wie er es sagt. Es ist nur seine Lacherei, die euch zum Mitlachen anstiftet. Das funktioniert und das hat er extrem gut ausgenutzt. Ob ihm das bewusst war, dass die Leute nur lachen, weil er lacht, oder ob das eher ein Zufall war und er, naja, das dann halt so hinnimmt, weiß man nicht, aber es ist so. Und ihr könnt das auch gerne ausprobieren. Wenn ihr anfangt, über irgendwas Dummes zu lachen, also irgendwas, was keiner witzig findet, und ihr wirklich ernsthaft drüber lacht, so dass es glaubwürdig ist, dann werdet ihr vielleicht feststellen, dass der ein oder andere auf einmal mitlacht, obwohl es da eigentlich gar nichts zu lachen gibt. ja. Gut, also Lachen macht glücklich. Und genau, dann, da wollte ich jetzt gerade nur mal einen Bogen schlagen, von wegen zum Thema Kinder machen glücklich. Warum machen Kinder glücklich? Weil sie lachen können. Oh. Und das ist ja sowieso ein Argument, das ganz viel angebracht wird, vor allem von Eltern halt mal. Ich weiß nicht mehr, wer es war, der diese Situation so dargestellt hat, aber irgendwer hat mal gesagt, ja, man ist dann bei diesen Leuten und im Prinzip sind die total fertig am Augenringe und sind nur am Rumgehen, sind total fertig und hypernervös und überhaupt, weil sie sich seit Tagen nur von Kaffee ernähren und nicht zum Schlafen kommen, weil jedes Mal, wenn sie einpennen, ihr Kind rumschreit und sonst was. Die ganze Bude stinkt nach Kacke, weil halt alles voll ist mit Windeln und überhaupt. Und eigentlich sind diese Leute kaum noch lebensfähig und man fragt sie dann, sag mal, wie könnt ihr das überhaupt aushalten? Das ist doch grausam. Und dann heißt, ach ja, es ist ja schon anstrengend. Aber wenn es dann einmal lächelt, dann macht das alles wieder gut. Aha. Realistisch betrachtet muss ich ganz ehrlich sagen, das ist für mich kein Argument, mir so ein Vieh anzuschaffen. ich glaub's euch. Also diese Aussage, wenn es dann einmal lächelt, das macht alles wieder gut. Es stimmt wohl mehr oder weniger, weil auch das animiert einen natürlich irgendwie völlig kaputt zu gehen im Kopf. Also man reagiert dadurch anders, als man es sonst vielleicht tun würde. Man nimmt die Sachen anders wahr. Nur durch ein bisschen Lachen. Ja. Also Lachen macht glücklich. Schön. Was macht noch alles glücklich? Schokolade. Das hört sich immer nach einem dummen Witz an, aber angeblich ist ja in Schokolade, ich schlag mich tot, weiß der Geier, wie es heißt, drin. Das ist übrigens genau der richtige Name, also so heißt dieses Zeug. Und dieses schlag mich tot, weiß der Geier, wie es heißt, hat offenbar irgendwie die Auswirkung auf unser Gehirn, dass es das Glückszentrum anspricht. Warum auch immer. Fragt mich jetzt nicht, wie der Scheiß heißt, aber es ist eigentlich allgemein bekannt. Das ist halt was man tatsächlich nachweisen kann. Also mittels entsprechender Versuche, wo man dann halt das Gehirn überwacht und den Leuten Schokolade zu essen gibt, stellt man dann fest, dass Schokolade eben genau diese Wirkung hat, weil sie eben irgendeinen Stoff enthält, der diese Wirkung ermöglicht. Gleichermaßen, was macht noch glücklich? Natürlich Drogen. Ja. Jeder, der euch was anderes erzählt, hat natürlich keine Ahnung. Und das ist jetzt keine Ironie und sonst irgendwas oder Sarkasmus, sondern wer was anderes behauptet, der hat keine Ahnung. Natürlich machen Drogen glücklich. Aber halt mal nicht sehr lange und die Nebenwirkungen davon könnten dafür sorgen, dass aus glücklich irgendwann ganz, ganz, ganz furchtbar depressiv wird oder noch schlimmer. Also ist das natürlich was, das man gegeneinander abwägen sollte. Warum ist Alkohol so fest in unserer Kultur verankert, obwohl es eine Droge ist, die jährlich zig Leute umbringt, und zwar ohne danach zu fragen, ob sie jetzt viel saufen können oder nicht, sondern, Alkohol bringt halt mal zig Krankheiten mit sich und noch dazu Unfähigkeit, die dazu führt, dass man stirbt oder dass man andere umbringt.
Sprich beispielsweise, wenn die Leute besoffen Auto fahren und so. Ne? Das sind alles Sachen, wo man eigentlich sagen müsste, Alkohol gehört auf jeden Fall verboten. Das ist schlimm. Alkohol ist ganz klar offensichtlich ohne jede Frage eine Droge. Er ist absolut schadhaft für jeden, der ihn konsumiert. Unabhängig davon, was die Leute von sich selbst denken, er ist halt mal schadhaft. Trotzdem macht's jeder. Warum? Naja, ganz ohne Drogen geht's nicht. Es war schon immer so und es wird wohl immer so bleiben. Menschen stehen drauf und irgendwas muss man halt mal haben. Und Alkohol ist halt mal die Droge, die bei uns am meisten verankert ist in der Gesellschaft. Die seit Jahrtausenden hier in unserem Raum, quasi in Mitteleuropa, schon konsumiert wird. Und das war schon immer so und das ist nichts, was man verbergen muss oder sonst was. Und dadurch, dass es halt allgemein akzeptiert ist, schon immer, bleibt es einfach dabei. Und die Tatsache, dass es halt, naja, sehr schädlich ist, das wird dann halt ignoriert. Gut, okay. Ich bin da jetzt auch keine Ausnahme zugegebenermaßen, aber könnte man sich darüber Gedanken machen. Die Tatsache ist, Drogen machen natürlich glücklich. Vorübergehend. Allerdings muss man dann auch drauf achten, gerade bei Alkohol. Alkohol an sich macht eigentlich gar nicht glücklich. Alkohol ist eher ein Produkt, das die Stimmung verstärkt. Das heißt, wenn ihr scheiß Laune habt, wenn ihr depressiv seid oder wütend oder sonst was, dann wird der Alkohol euch nicht im geringsten glücklich machen. Warum glaubt man, dass so viele Säufer ihre Frauen hauen zum Beispiel? Naja, in erster Linie, weil es wohl stimmt. Zum anderen, warum saufen die und warum hauen die ihre Frauen? Naja, Alkohol verstärkt einfach nur die Stimmung. Wenn man sowieso eine Kackstimmung ist oder einfach nur ein Arschloch sich nur in Form von Gewalt ausdrücken kann, dann hilft der Alkohol dabei wunderbar. Der verstärkt diesen Drang nämlich einfach nur. Gleichermaßen funktioniert es natürlich auch umgekehrt. Wenn ihr richtig geile Laune habt, ihr geht irgendwie abends irgendwo auf eine Party oder so und sagt, geil, heute mache ich richtig einen drauf, einen Haufen Leute, einen Haufen Spaß und überhaupt sowieso und dann saufe ich halt auch einen oder so, dann hat Alkohol eben genau den Effekt, dass er zumindest für eine Zeit lang eure gute Laune verstärken wird. Das kann natürlich auch umschwingen, aber prinzipiell ist das erstmal der Effekt. So, jetzt haben wir zig Sachen gesagt, die glücklich machen. Und es waren immer noch nicht genug. Was macht die Menschen glücklich? Keine Ahnung. Was macht mich glücklich? Vielleicht reden wir da beim nächsten Mal nochmal drüber. Weil mir fällt jetzt so spontan nichts mehr ein, was ich noch hinzufügen möchte. Außerdem ist das Video eh schon wieder zu lang und so. Also, ja. Leute, ich wollte nicht sein. Das war mein Sandkasten. Und ich sage euch ciao. Macht's gut. Und bis zum nächsten Mal.